Während so kichert wie die eigene Mutter. Hallöchen, ich grüße euch. Und zwar habe ich heute das Leselisten-Video für Mai für euch. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses Format weiterhin durchziehe, wie ich es durchziehe, ob ich irgendwann wieder zu meinem Once Upon a Time Glas zurückfinde, das aktuell nicht hier ist. Dementsprechend kann ich es gerade gar nicht verwenden und Bücher ziehen. Wäre aber eigentlich ganz schön. Ich würde mich eigentlich, glaube ich, schon drüber freuen. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, wenn ich Bücher wieder ziehen würde. Vielleicht die Anzahl vorher auswürfeln oder keine Ahnung, je nachdem, wie viele ich gelesen habe im Vormonat oder ja, lasst mir gerne Ideen da. Ich wäre sehr dankbar. Ich habe da noch nicht so eine richtige Idee selber dafür, wie ich das machen möchte. Dann gibt es natürlich auch noch die Idee, so eine Art Monopoly oder Subopoly zu machen. Finde ich auch ganz spannend, also sich was zu basteln und dann mit einer Figur nach einer bestimmten Kategorie ein Buch auszusuchen. Ja, hätte ich auch irgendwie Lust drauf. Also muss ich auch sagen, wär auch sehr spannend. Auch dazu dürft ihr mir gerne eure Kommentare und Ideen da lassen, auch was für Kategorien ich denn da machen könnte. Denn ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich genug Kategorien finde, die auf meinen Sub passen und die mir dann auch irgendwie Spaß machen würden, ein Buch rauszusuchen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich dazu meine. Auf jeden Fall habe ich es mir in diesem Monat so einfach wie nur möglich gemacht, nämlich das, was ich sowieso vorhatte. Ich habe so ein Stück weit vor, meine ABC-Challenge relativ stringent durchzuziehen. Da bin ich jetzt noch nicht so weit, keine Sorge, da sind noch einige Bücher drauf. Ich bin gerade bei C und bevor ich aber das richtige Buch für C lese, bin ich gerade dabei. Cinder und Ella nochmals zu lesen von Kelly Oram. Ich habe dieses Buch letztes Jahr gelesen, nachdem es diesen unfassbaren Hype gab um dieses Buch. Ich war zu dem Zeitpunkt krank und habe mir dann doch recht viel dazu angeguckt und angehört und gelesen, was alle dazu meinen. Und ich hatte etwas Schiss davor, weil ich auch zu dem Zeitpunkt das Problem hatte, ich konnte nicht so gut mich darauf konzentrieren, so lange zu lesen. Und das Buch hat ja dann doch irgendwie um die 440 Seiten. Das heißt, ich bin mir auch bis heute noch nicht sicher, ob mir dieses Cover gefällt. Das zweite gefällt mir besser. Aber bei dem hier bin ich mir immer noch nicht sicher, ob es mir gefällt. Ich habe aber dieses Buch geliebt letztes Jahr, als ich es gelesen habe und habe mich sehr auf die Fortsetzung gefreut. Habe die nicht direkt gelesen. Dementsprechend ist die Fortsetzung, also Cinder und Ella 2, auf meiner ABC-Challenge-Liste gelandet. Dazu wollte ich aber nochmal ganz in die Geschichte abtauchen und habe mir gedacht, ich schnappe mir nochmal das erste Buch und tauche da ganz ab. Lese nochmal rein und habe das bisher getan. Ich bin auf Seite 75 und ja, mir gefällt es wieder sehr, sehr gut. Ich freue mich total, da wieder reinzuschnuppern. Ich fühle mich wieder wohl. Ich bin irgendwie da schon wieder total angekommen, auch wenn es erst ein paar Seiten sind. Und ich freue mich auf den Rest des Buches und damit dann eben auch auf Cinder und Ella 2. Das Ganze sind dann über 500 Seiten, auch wenn es irgendwie dünner aussieht. Es ist sehr spannend, wie die das gemacht haben. Anderes Papier, keine Ahnung. Und da geht ja dann die Geschichte von Cinder und Ella weiter. Cinder ist ja eigentlich Brian. Ich spoil jetzt nicht aus dem zweiten, den kenne ich ja noch gar nicht, aber die Vorgeschichte kenne ich ja schon. Da erzähle ich nur den Anfang. Also Ella Mara, um genau zu sein, hat einen Autounfall, einen sehr schweren. Er leidet viele Verbrennungen dabei, ist dadurch ein Stück weit entstellt und auch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Ist froh, dass sie wieder laufen kann, dass sie soweit selbstständig ganz gut zurechtkommt und hat aber bei diesem Unfall nicht nur Verbrennungen erlitten, äußere Wunden, sondern auch innere, denn ihre Mutter ist dabei gestorben. Dann ist sie gezwungen, zu ihrem Vater nach Los Angeles, ich glaube Los Angeles, zu ziehen, der in einer Traumvilla wohnt mit seiner neuen Frau und Familie, also den beiden Kindern, den beiden Stiefschwestern und somit tauchen wir schon richtig komplett ein in das, was wir auch als Cinderella-Story kennen oder Aschenputtel, findet sich Ella in dieser, ja eher in diesem Albtraum wieder und hatte vorher schon und hat dann irgendwann auch wieder Kontakt zu Cinder. Cinder ist ein Nickname quasi, also ein Deckname für Brian. Brian ist eigentlich ein angesagter junger Schauspieler in Hollywood und hat auch die männliche Hauptrolle gespielt in Die Aschenchroniken, glaube ich, heißt das Buch dazu. Und
Dieses Buch ist eines der Lieblingsbücher von Ella und auch von Cinder. Und ja, deren gemeinsame Liebe zu Büchern und Filmen ist nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch ein Stück weit dann Treffpunkt. Mehr sage ich mal nicht dazu. Es ist total schön, den beiden zu folgen, den beiden dabei zuzuschauen, wie sich das so alles ergibt und ereignet und was da auch noch für Katastrophen und für schlimme Situationen entstehen. Es ist durchaus zwischendrin mal ein bisschen dramatisch, fast ein bisschen kitschig, aber irgendwie trotzdem schön, finde ich zumindest. Deswegen bin ich umso gespannter auf Teil 2, was uns da noch erwartet oder mich noch erwartet. Denn das habe ich ganz, ganz dringend vor, direkt im Anschluss zu lesen nach Cinder und Ella 1. Für D von meiner ABC-Challenge ist Dienstags bei Marie von Mitch Albom. Von Mitch Albom habe ich bereits gelesen, die fünf Menschen, die sich im Himmel begegnen, und ich habe auch bereits hier, den Titel habe ich mir noch nicht gemerkt, seht ihr in meinen Neuzugänge-Videos. Guckt da einfach mal vorbei, ich weiß nicht ganz genau, in welchem Monat es eingezogen ist. In diesem Jahr ist es auf jeden Fall eingezogen und das hier steht schon länger bei mir, deswegen soll es auch gelesen werden. Ich finde, Mitch Albom schafft es, Weisheiten in tolle Geschichten zu packen und einen zum Nachdenken, zum Reflektieren anzuregen. Man ist wieder sehr dankbar für das, was man hat und das, was man erlebt und was man erleben darf. Und das schafft Mitch Albom sehr, sehr gut. Er hat da so eine gewisse Achtsamkeit, mit der er das vermittelt und auch so eine gewisse Eindringlichkeit und Ernsthaftigkeit dabei. Ich liebe seine Bücher, ich kann sie nur empfehlen. Und wer Mitch Albom noch nicht kennt, guckt euch eins der Bücher an. Das hier hat zum Beispiel nur 200 Seiten oder 213. Das ist wirklich nicht viel. Und ich glaube aber trotzdem, dass auch dieses Buch wieder ganz, ganz viel kann. Abgesehen davon gibt es auch zumindest die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen, als Film. Ich finde, einer der wenigen wahnsinnig gut umgesetzten Filme oder umgesetzten Bücher als Film. Und das kann ich auch nur empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Ist kein besonders großer Hollywood-Blockbuster, sonst wie Film, aber ich finde, er vermittelt das, was auch das Buch konnte. Und darauf hoffe ich auch wieder bei diesem Buch, dass ich es auch mit dem Herzen tragen werde. Die Lehre eines Lebens, ja. Und das alles in so einem dünnen Buch. Ich bin sehr gespannt. Und als letztes Buch möchte ich noch in die Kamera halten, was ich auch sehr, sehr gerne im Mai lesen würde, wäre von John Mars, The One. Ich habe es bereits meinen Neuzugängen gezeigt. Ich finde ja diesen pinkfarbenen Buchschnitt und Fingerabdruck vorne drauf wahnsinnig toll. Die Gestaltung gefällt mir schon mal sehr. Und dieses Buch hat ja wohl auch, ich glaube, sowohl Anja als auch Maike sehr gut gefallen von Book Friends Forever. Ich bin sehr gespannt. Der Sensationserfolg aus Großbritannien über das Online-Dating. Geniale Story. Hier wird wohl anhand der DNA festgestellt, wer zueinander passt und wer miteinander matcht quasi. Und das Ganze sorgt wohl für durchaus auch Chaos und so ein bisschen, ich glaube, eine Art Thriller-Stimmung ist vielleicht auch gar nicht immer so einfach, wenn man schon denkt, den perfekten Partner zu haben und dann plötzlich darüber erfährt, dass es nicht der Fall ist, ist das eine, ja, schon durchaus brisant. Ich freue mich sehr darauf. Das hat ja auch durchaus ein paar Seiten. So um die 490, 480, 490. Und ja, das zu erfahren, zu erleben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Buch kann. Wenn es ja schon ein Erfolg in anderen Ländern war, vielleicht wird es ja auch noch mal mehr hier bei uns. So ein bisschen ist es wohl schon durch die verschiedenen Hände und Medien und so weiter gegangen. Aber vielleicht kann das auch noch mehr. Das waren meine vier Bücher, die ich auf jeden Fall im Mai lesen möchte. Ich sehe es momentan als recht realistisches Unterfangen. Aber wer weiß, nobody knows. Ich hätte ja auch noch genug angefangene Bücher, genug Bücher, die ich dringend ganz unbedingt lesen möchte. Das perfide an der Sache ist ja, wenn ich ein Neuzugänge-Video gedreht habe und das ist eine ganze Weile später bearbeite, dann sehe ich da wieder, welche Bücher ich gekauft habe, so richtig, und wie ich davon schwärme und mich so sehr darauf freue, dieses Buch zu lesen. Und dann fällt mir auf, okay, dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Ja, das nächste auch noch nicht. Ja, das auch noch nicht. Und dann kriege ich total Lust auf jedes einzelne Buch, das ich da zeige. Und das ist natürlich gut, weil dann weiß ich, ich habe nur Bücher gekauft, auf die ich mich freue. Trotzdem bleibt wieder der Gedanke und das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit für all diese Bücher. Aber ich habe Hoffnungen. Im letzten Monat, im April, habe ich sechs Bücher geschafft.
Vielleicht wird es auch diesen Monat in die Richtung gehen. Ich würde mich sehr freuen. So 4, 5 Bücher wären schon ganz schön als Mittelmaß. Ich habe ja doch auch in diesem Jahr relativ schwach gestartet und mit dem April jetzt erstmal 6 Bücher überhaupt gelesen. Am Ende des Tages zählt natürlich nur, dass wir ja eigentlich ein Stück weit das finden, was wir suchen in den Büchern, egal ob es Flucht ist oder Bestätigung oder Selbstreflexion oder ein bisschen Weisheit oder ein bisschen Verständnis, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass sie uns nicht stressen. Es gibt genug, was uns im Leben stresst und dass sie uns gut unterhalten. Das werden sie hoffentlich tun. Ansonsten kennt ihr das von mir, werden sie aussortiert. Ganz, ganz simpel. Genau. Ich hoffe, ihr habt euch auch schöne Bücher vorgenommen für den Mai. Abgesehen von den gezeigten Büchern werde ich mit an 1000%iger Wahrscheinlichkeit grenzend am 25. Mai das Gegenteil von Hasen von Anne Freitag lesen. Denn dieses Buch erscheint an dem Tag. Und ich freue mich jetzt schon so, so riesig darauf, dass ich es nicht aushalte. Und sobald es da ist, werde ich es verschlingen. Ich schätze, dass ich es dementsprechend auch noch im Mai lesen werde und beenden werde. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, außer es sind es plötzlich doch 3000 Seiten, dieses Buch meines Wissens nicht. Und dann, ja, werde ich auch von dem im Lesemonat Mai vorschwärmen. An dieser Stelle darf ich ebenso wie in meinem Lesemonat April schon geschehen, auch nochmal ankündigen und darauf vorbereiten und vorwarnen. Es wird hier auf diesem Kanal ein ganz besonderes Jubiläum geben. Anfang Juni, so lange ist das gar nicht mehr hin. Und darauf dürft ihr euch schon mal freuen. Ich freue mich zumindest sehr darauf. Und ja, ich hoffe, ihr seid da alle mit dabei, denn oh, es wäre so schön. Also ja, ich freue mich riesig. Dafür ist jetzt einiges in Planung und auch den ganzen Mai durch habt ihr das Vergnügen, etwas von mir zu sehen. Also es soll so regelmäßig weitergehen, wie es im April schon gestartet hat. Dienstagabend 18 Uhr, Samstagvormittag 10 Uhr. Ich hoffe, das passt so für euch. Ich hoffe, ich kriege es weiterhin so auch passend hin. Aber bis Ende Mai sollte erstmal alles fix sein. Soweit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich sehr. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lest gute Bücher. Tschüss. Hier wird wohl anhand der Funde DNA nach. Oh Mann.